Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Viele Opfer bringt da, wer das Gesetz befolgt. Heilsopfer spendet, wer die Gebote hält. Speiseopfer bringt da, wer Liebe erweist. Dankopfer spendet, wer Almosen gibt. Abkehr vom Bösen findet das Gefallen des Herrn. Als Sühne gilt ihm die Abkehr vom Unrecht. Erscheine nicht mit leeren Händen vor dem Herrn, denn das alles muss geschehen, weil es angeordnet ist. Die Opfergabe des Gerechten macht den Altar glänzend von Fett, und ihr Wohlgeruch steigt zum Höchsten auf. Das Opfer des Gerechten ist angenehm. Sein Gedenkopfer wird nicht vergessen werden. Freigebig ehre den Herrn. Nicht gering sei die Gabe in deinen Händen. Bei all deinen guten Werken zeig ein frohes Gesicht und weihe deinen Zehnten mit Freude. Wie Gott dir gegeben hat, so gib auch ihm, freigebig und so gut, wie du kannst. Denn er ist ein Gott, der vergilt. Siebenfach wird er es dir erstatten. Versuche nicht, ihn zu bestechen, denn er nimmt nichts an. Vertrau nicht auf Opfergaben, die durch Unterdrückung erworben sind. Er ist ja der Gott des Rechts. Bei ihm gibt es keine Begünstigung. Wort des lebendigen Gottes. Im Zuge dieser Lesung habe ich über das Wort Opfer oder die Bedeutung auch von Opfer oder Opfergaben nachgedacht. Und da in der Lesung wird es geschildert, dass, wie das früher in der Zeit der Bibel auch war, dass man Tiere zum Beispiel als Opfer gebracht hat. Und ich habe dann, weil das immer für mich eine komische Vorstellung ist, noch gesucht, was würde Opfer für uns heute bedeuten, wenn wir Gott ein Opfer bringen. Und da ist vorgeschlagen, das Gesetz befolgen, Gebote halten, Liebe erweisen, Almosen geben, unter anderem. Also etwas, was für uns vielleicht schon gewohnter oder normaler klingt. Es heißt hier auch, wir sollen nicht mit leeren Händen vor Gott treten. Und da habe ich mich an ein Bild erinnert. Wahrscheinlich ist es so, dass wir nie ganz leere Hände haben können, weil wir immer Gedanken haben, weil wir immer Sachen haben, die uns beschäftigen, weil wir auch immer irgendeinen Besitz, zumindest das, was wir am Körper tragen, haben werden. Aber wir dürfen oder wir können es auch Gott schenken. Und Gott wird es nehmen, dann haben wir erstmal diese leeren Hände und Gott wird uns zurückschenken. Es heißt hier, siebenfach wird er es dir erstatten. Also ein Bild für, er wird noch größer zurückschenken. Er wird noch mehr zurückschenken als das, was wir ihm geben. Und wir sollen ihm das geben, was wir können. Und wie? Mit Freude, mit einem frohen Gesicht. Und vielleicht noch der Grund, warum wir ihm etwas geben sollen oder ein Opfer bringen sollen. Für mich ist es einerseits Dankbarkeit, vielleicht auch Dankbarkeit für mein Leben, Dankbarkeit für seine Begleitung und Führung, aber auch, wenn wir die Erfahrung machen, dass er uns etwas Größeres zurückschenkt, dann schenken wir ihm oder sind wir vielleicht auch motivierte, ihm etwas zu schenken. Ja, und mit diesen Überlegungen über die Bedeutung von Opfer gebe ich euch für den heutigen Tag die Frage mit und mir auch, wie kann ich Gott heute ein Opfer bringen,
es muss ja nicht gleich etwas Großes sein, sondern es kann auch etwas Kleines sein. Es kann ein Gedanke an Gott sein, ein Gebet, in dem ich jemandem Danke sage. Da ist eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Also wie kann ich Gott heute ein Opfer bringen?